würde zur Katastrophe. Naja, gut, stimmt, da unten war das Problemchen, dass da so unsere Verteidigung nicht mehr so ganz dicht hält. Und da gucken wir heute mal vorbei. Hier, das sehe ich auch gerade, das können wir auch noch mal ein bisschen alles aufräumen, aber wir wollten ja sowieso auch mal noch das ganze Eisen noch mal umstrukturieren. Aber erstmal da unten nachgucken, das ist, glaube ich, jetzt erstmal wichtiger. Ja. Genau, das heißt, hier mal gucken. Da standen sowieso nicht so viele Verteidigungstürme, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Ist das vielleicht nicht das Allerklügste, was man so machen kann, aber gut. Jedenfalls ist das so. Oh, ha. Pass auf dich auf. Achtung. 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 Okay. Ja, dann stimmt, Lasertürme haben wir auch im System, ne? Das heißt, da wird sich hier schon mal eigentlich auch gleich gegönnt dann immer. So. Ich meine, hier sind überhaupt gar keine Dinger, was natürlich schon mal so ein bisschen gefährlich ist, aber gut. Das fixen wir jetzt so gesehen nochmal geschwind und dann sollte das alles überhaupt kein Problem mehr darstellen. Und dann haben wir das auch gleich hier ein für alle Mal erstmal jedenfalls geklärt. Ein für alle Mal, nicht unbedingt so. Weil das ist ja so ein Problem, was ja eigentlich nie aufhört. Scheiße. Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ne? Ja, gut. Ist eigentlich hier aus. Ja, gut, ich habe schon gesehen, da war schon so der erste da unten auch, der nicht mehr so ganz im Bereich drin war, beziehungsweise der schon rausfallen, aber es sieht eigentlich noch soweit relativ gut aus. Also sieht schon aus, als würde hier noch genug Eisen ankommen. Die Frage ist, ob ich jetzt hier mal so ein paar Lasertürme geliefert bekomme. Vielleicht bringt es ja was, irgendwie hier zu warten. Na, ich gehe dem Ganzen mal schon mal so ein bisschen entgegen nach oben. Naja. Jedenfalls erstmal so ganz grob haben wir das Ganze schon mal wenigstens gelöst. Which is nice. Hier muss auf jeden Fall noch ein Tor mit rein. Sieht nicht so aus, als würden wir gerade was geliefert bekommen, aber wahrscheinlich sind hier gerade irgendwelche so irgendwo unterwegs. Ah ja. Ja, auf jeden Fall. Haben wir das schon mal so weit geklärt. Which is nice. Dann können wir gleich nochmal dort oben beim Eisenerz vorbeischauen, um mal zu gucken, ob das da so ausreicht. Aber hier, das mit dem Eisen, das ist schon hier hart, ne? Das ist halt schon echt ein bisschen krass hier. Also es ist schon wirklich wenig, was hier drüber läuft. Es ist auch nicht mehr hier ein komplett zugekleistetes Fließband, was da durchläuft. Das ist schon so ein bisschen fast schon beunruhigend, würde ich mal sagen. Ja gut, das ist zwar noch nicht unbedingt so, aber da müssen wir uns wirklich mal Gedanken drüber machen, weil das sieht so aus, als könnte das demnächst ein Problem verursachen. Gut, hier oben hier läuft es ja eigentlich noch relativ gut. Naja, hier geht natürlich ordentlich was weg und da hoch geht natürlich auch wieder ordentlich was weg. Dementsprechend geht ja schon mal dem einiges weg, ja, gut. Ja, die laufen auch alle gar nicht, weil die nicht halt mehr Erz bekommen. Also es könnte ja wirklich mehr Eisenerz ankommen. Das ist das, was man eine schnelle
Analyse mir hier zeigt. Na gut, da wäre nochmal eine Eisenerzader, die man sich gönnen könnte. Was denn hier runter gehen? Hier sehe ich ziemlich viel auf einem Fleck. Ah, ja, also da müssen wir wahrscheinlich mal bald investieren wieder in eine neue Erzmine, die wir hier erschließen. Eine neue Eisenerzmine. Ja gut, wir fahren auf jeden Fall wieder mit hier runter mit dem Zug gleich. Und gucken mal, ja gut, eigentlich haben wir ziemlich viel Zeug dabei, so. Das können uns sogar eventuell relativ weit bringen. Dass wir vielleicht das Ding hier gleich noch mit anschließen können. Wenn wir schon mal dabei sind halt, ne? Weil wir brauchen definitiv mehr Eisen. Für unser Imperium. Dam, dam, dam. Ja. Dann kann ich doch mal bei den Zuglinien noch ausbauen. Noch weiter rauf hätte ich echt auch mal Bock. Ja, wirklich da unten, da ist schon. Da ist was, da ist was. Da könnte man hier die so in die Mitte reinbauen. Von der Größe würde es sogar passen, wenn ich mir so angucke. Das Problem ist halt nur, wir müssen das Ding irgendwie hier dann durchkriegen. Naja, gut, das wird wahrscheinlich irgendwie schon funktionieren dann. Naja, gut, dann bauen wir hier mal nichts mehr hin, weil das da ja eigentlich jetzt wirklich nicht so groß. Das heißt, du musst ja erstmal wieder ein bisschen um das Dorf dort kümmern. Okay. Ach du Scheiße, dann ist ja auch noch so ein Dorf, was auch noch gerade so ein bisschen hier am Start ist. Alter, wie viele? 134 haben wir gerade. Das ist natürlich schon eine Menge, wenn man sich mal so anschaut. Ah ja. Könnte aber noch mehr sein, würde ich schon fast sagen, ne? Naja, gut, ich will mich jetzt nicht wirklich beschweren, ne? Aber wir ziehen uns schon wieder ein bisschen zurück hier. Weil ihr müsst jetzt eigentlich nicht so viel hier abholzen, ne? Wir wollen ja schließlich hier nur so ein bisschen erweitern halt, ne? Auf jeden Fall ein bisschen was weg. Und dann läuft das hier auch schon wieder ins Jut, denke ich mal. Ich habe jetzt nicht genug Mauern dabei, aber hier haben wir noch ein paar, ne? Jetzt muss ich natürlich hier oben schnellstens alles absichern. Weil die Viecher natürlich jetzt von hier oben angerannt kommen. Jetzt habe ich natürlich leider nicht mehr genug. Which isn't nice. Aber gut, das muss jetzt halt funktionieren, ne? Strom verlege ich jetzt trotzdem schon mal. Und dann können wir gleich da was machen, denke ich mal. Da oben muss ich noch
noch repariert werden. Und dann soll das gleich. Ja, wir kriegen halt leider hier keine Dinge angeliefert. Das gefällt mir immer so gar nicht. Ich nehme mir jetzt halt hier welche weg. Bleibt mir erstmal soweit nichts anderes übrig, ne? So, da hätten wir schon mal hier ein bisschen basic was gemacht, jedenfalls. Das heißt, die schießen jetzt erstmal nicht direkt alle hier die Köpfe ein. Was ja so schon mal nicht schlecht ist, ne? Okay, ja, ich weiß natürlich nicht, dass wahrscheinlich jetzt auch wieder hier nicht so viel Eisen hier drin. Also auf jeden Fall nicht wirklich genug, sag ich jetzt mal, aber ja, es geht schlechter auf jeden Fall, ne? Das auf jeden Fall. Okay, da kommen keine zwischen. Hier kommen wieder welche hin. Ja gut, da kommen wir schon ein bisschen was an von Eisen wieder, ne? Which is nice. Natürlich ist noch nicht so ganz die Welt, was hier durchgeflutscht kommt. Gut, hier ist das Problem. Hier brauche ich jetzt einmal sowas. Gut. Dann noch die andere Seite natürlich auch. Das soll ja hier schön von beiden Seiten natürlich kommen. Sonst wäre das ja auch viel zu einseitig, ne? Okay. So. Ja, ich denke doch, das kommt schon ganz gut hier wieder dann. Wie gesagt, die nächste Eisenstation in der Eisenlinie wird dann auf jeden Fall benötigt werden demnächst. Aber ich habe eigentlich erstmal eher noch als Priorität dann die erste Rakete zu launchen. Also das ist dann schon nochmal was ich doch nochmal davor ganz gerne machen würde. Und danach können wir uns dann um sowas dann kümmern noch ein bisschen. Ja, das klingt nach einem ganz guten Plan, denke ich mal. Okay. Dann haben wir schon mal hier drei Eisenminen dran angeschlossen. Das Ding da muss natürlich jetzt runter. Und wir haben keine schnellen Fließbänder, beziehungsweise Expressfließbänder. Das heißt, da müssen wir doch noch einmal nach oben rennen, nochmal ein paar neue davon holen. Beziehungsweise uns halt bringen lassen, ne? Aber das ist so ein Problem mit dem Bringen lassen. Die haben wir dann doch leider nicht so weit runter. Das ist ein Problem, aber gut. Ja, ich denke auch, das ist noch verkraftbar, ne? Wenn man sich mal so überlegt, ohne die Drohnen, ne, dann ja einiges nicht so möglich, wie es jetzt gerade ist. Machen die da Schönes? Irgendwas wahrscheinlich. Ja, ich meine, hätten wir eigentlich hier, ohne die Drohne würde wahrscheinlich gerade immer noch da dran sitzen, Solarpanels und Akkus zu bauen. Aber gut. Ja, mal schauen, ob wir gleich schon was kriegen, nur weil wir jetzt hier oben uns schon aufhalten. Aber das sieht schon mal ganz gut danach aus. Ja, ich denke, das sollte jetzt mir kurzfristig genug sein und ich warte mal ganz kurz. Jetzt haben wir bestimmt genug. Ja gut, was heißt genug? Genug hat man nie. Was ich jetzt aber nochmal mache, auf jeden Fall mache, ist, ich gönne mir nochmal hier ein bisschen Beton. Und verlege den ja nochmal. Damit wir nochmal einen etwas schnelleren Weg nach unten halt haben. Mehr Beton und Geschwindigkeit.
Ja, gut, das war es schon mit Beton und Geschwindigkeit, aber naja, so ein bisschen immerhin, ne? Besser als nichts. Wenn er hier überhaupt voll wieder hier. Ja, doch, sieht ganz gut danach aus. Mit 429 Megawatt werden hier 9.400 Akkus aufgeladen. Auch wenn die wahrscheinlich nicht aufgeladen werden könnten, wenn sie mal komplett leer werden. Aber das werden die halt hoffentlich nie, deswegen, ne? Außer wir machen dann halt hier ein bisschen nochmal, ne? Aber ich meine, man muss sich schon mal geben, wieder, was wir dort eigentlich aufgebaut haben, wenn man es mal halt vergleicht. Das ist ja schon fast eine Verdopplung. Ja, gut, das noch nicht, aber trotzdem. Das ist echt krass. Also, da haben wir schon mal auf jeden Fall ein ganz gutes Wachstum im Start. Ich verteile jetzt natürlich nochmal ein paar von den Dingern hier. Für so ein bisschen extra Safety am Arbeitsplatz. Ich konnte jetzt überall nicht mehr so gescheit ran, aber das ist es mir wert, ehrlich gesagt. Oha, hier oben, da werden ja natürlich immer ganz schön versohlt. Die Ärsche. Das heißt, hier kommt dann nochmal so ein bisschen extra hin. Der nicht auch mal weg, da kommen hinterher nochmal ein paar mehr hin. Und dann wird da wieder zurückversohlt, so gesehen. Ja, die greifen natürlich dann wieder den ganzen Roboter an, an dieser Stelle hier, ne? Weil die natürlich auch da perfekt im Bereich drin liegen. Tja, gut, kann ich jetzt nichts machen, ne? Gut, dann hier natürlich auch wieder mit einem unterirdischen Fließband. Und dann natürlich hier runter, ne? Die Frage ist natürlich, wie man das am besten hier anschließt. Ich mache das jetzt erstmal ganz simpel. Und zwar, ich mache das jetzt einmal so. Schmeiß dann hier nochmal ein bisschen mein. Das rein, was ich jetzt gerade eingesammelt habe, die drei Stück. Ja, gut, jetzt wird das Fließband natürlich erstmal voll. Aber das wird natürlich dann gleich ganz anders wieder werden. Ja, gut, jetzt sammeln die da oben natürlich auch nochmal gleich wieder direkt hier ab. Aber solange das Ding hier natürlich nur noch zurückgestautes Eisen beinhaltet so stark. Ja, gut, staut sich gerade schon ziemlich hier zurück, das muss man schon sagen. Ja, gut, aber das wird werden, ne? Das wird schon. Hier geht es zum Beispiel schon mal deutlich zurück. Doch nicht, okay. Ich dachte, ich kriege jetzt gerade irgendwie die Lieferung, aber es sah dann wohl doch nicht so aus. Naja, gut, hier staut sich schon so ein bisschen da halt zurück. Gut, hier kann man auch schon wieder ein bisschen eigentlich aufräumen. Weil ja dann doch schon wieder einige auch raus aus dem Bereich. Das heißt, hier ist halt echt nichts forever, ne? Das ist schon schlimm. Naja, gut. Dafür läuft das hier dann hoffentlich auch gleich wieder nochmal ein bisschen besser. Ich kann nochmal ganz kurz in unsere Produktionsstatistiken gucken und da sehen wir, da sind gerade bei 3K pro Minute, das ist natürlich schon ein bisschen wenig. 233.000 allerdings in der letzten Stunde. Auch wenn es hier gar nicht mal. Also mit da so vergleicht, wird es eigentlich gar nicht mal so krass weniger. Die Wellen, die fallen dann doch schon stark hier auf. Das liegt halt wahrscheinlich, nehme ich jetzt einfach mal an, daran, wenn halt oben der Zug ankommt, dann natürlich dann erstmal ein bisschen mehr wieder da ist. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass der Zug einfach zu langsam ist. Das kann ja natürlich auch sein, dass er eben nicht genug transportiert. Aber das glaube ich eher weniger, weil da müsste auch mal die Dinger mal voll werden.
Wohl, können natürlich schon sein, aber halt nur, weil hier das Ganze nicht effizient genug alles aufgefüllt wird. Weil das erzeugt mich ja schon wieder und die unten, die werden halt nicht so voll natürlich. Ja, das, naja, gut, da kommt gerade schon noch so ein bisschen was hier an, aber hier oben, die sind natürlich hier, die heute voll. Zack, 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 zack. Der da auch. Der da halt nicht. Der da schon, der da auch nicht so. Also der Zug, der fährt halt hier schon mal nicht so voll. Haben wir natürlich dann dadurch hier erstmal dort oben wieder alles schön aufgefüllt. Dann kommen wir dann in die Mitte darunter halt nicht mehr so viel. Tja. Aber ich mache jetzt hier auf jeden Fall nochmal eine ganz kluge Änderung, wie ich dann denke mal. Und zwar, dass wir hier. Das ganz ähnlich wie bei dem Kupferding zusammenführen. Nee, nicht so, sondern. So war das ja, glaube ich. Das heißt. Ja, das war jetzt so eine Drohne. Das heißt so. Und dann mache ich das hier nochmal ein bisschen gesplittet, sodass da vier Dinger im Endeffekt reinpassen. So, das kommt da dran. Oh halt, nein, das muss natürlich da dran bleiben. Und das kommt hier dann auch noch mit runter. Weiter das hier nochmal. So. Ein bisschen Platz haben auch. Natürlich dann das hier unten wird dann natürlich auch noch damit verlegt. Da hoch. Damit das hier ein bisschen schöner geregelt ist. Ob es natürlich jetzt so viel effizienter wird, ist natürlich jetzt die Frage, aber. So ein bisschen effizienter wird es natürlich auf jeden Fall. Ja, gut, natürlich jetzt hier gerade, weil es wieder Rückstau gibt, füllen sie jetzt hier beide Bänder zu 100% gerade. Aber das ist ja schon mal nichts Schlechtes, so, wenn das schon mal passiert. Das bedeutet auf jeden Fall, dass sich das Ganze schon mal relativ gut verteilt. Ich kann das Ganze mal so ein bisschen eng anliegender machen, sag ich jetzt mal. Okay, aber dann sollte der Zug auch ein bisschen effizienter genutzt werden. Okay, dann verteilen wir es hier nochmal. Und fügen das auch nochmal hier an. Was wahrscheinlich jetzt so überhaupt nichts bringt, aber. Naja, gut, es ist aber schon überraschend, wie sich das jetzt hier recht gut denn doch voll werden in die Bänder. Das ist doch nochmal. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet, sag ich jetzt mal. Ja, gut, aber es staut sich jetzt nicht wirklich zurück überall. Das heißt. Ja, wird es auch nicht mehr hundertprozentig voll, aber es ist schon ganz ordentlich. Das heißt, dadurch wird es dann hier vielleicht ein bisschen alles voller. Müssen wir mal gucken, was passiert, wenn der Zug jetzt wieder ankommt, ne? Ob sich das jetzt so gelohnt hat oder nicht. Ich persönlich denke ja schon, dass es sich so ein bisschen wenigstens gelohnt hat, aber. Vielleicht ist es auch einfach nur meine Hoffnung und mein Traum und mein Wunsch, das weiß ich jetzt nicht. Ja, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, dort oben, dass er die ganzen scheiß Drohnen zerstört. Habe ich kein Problem. Gar keins. Gut, das hier war natürlich jetzt hier wäre recht schnell voll, das ist ja ganz klar. Das dementsprechend auch. Und hier unten kommt halt wieder nichts an dadurch. Das ist natürlich dann doof. Vielleicht müssen wir hier auch einfach nur nochmal.
Ja, das Ganze mehr verteilen. Macht Sinn, das Ganze mehr zu verteilen? Das ist natürlich dann auch wieder die Frage, aber ich denke erstmal schon. Weil eigentlich kann man natürlich jetzt wieder die Überlegung anstellen, dass das ja eigentlich überhaupt nichts bringt, wenn man es verteilt. Weil es ja im Grunde genommen trotzdem ja transportiert wird, ne? Aber ich mache es jetzt hier einfach mal doch noch einfach mal so. Damit es dann nochmal so ein bisschen besser dann nochmal verteilt wird. Wie gesagt, wird jetzt wahrscheinlich dadurch jetzt halt nicht so viel bringen extra, aber ja. Ich denke mal, wir können aber hier erstmal wieder abziehen. Unsere Mission ist erstmal hier erfüllt. Which is nice. Okay, hier läuft natürlich wieder alles auf Hochtouren, ist klar. Ist aber immer noch voll genug. Ja, dann halt eben hier um die Eisenverarbeitung umstrukturieren. Das ist natürlich dann der nächste Punkt auf der Agenda mit. Aber ich gucke dennoch noch einmal vorbei bei der Produktion für unsere Rakete oder bei unserer Rakete. Ja, das hier wird, glaube ich, auch nicht wirklich voller gerade so, aber jetzt soll es ja eigentlich wieder besser werden, weil die Extraminen jetzt noch wieder angeschlossen haben. Dadurch sollte es wirklich besser werden. Oh. Aber da muss ja noch der Satellit rein, ne? Also man muss es ja nicht machen, es geht trotzdem, aber eigentlich der Satellit muss ja schon sein, ne? 100 Bomber zur Erde, da brauchen wir schon einiges dafür. Also 100 mal Baumaterial mit geringer Dichte, das ist das Zeug hier. Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 Solarpanels. Das ist, glaube ich, eher der Inventarplatz das Problem für mich jetzt gerade hier, aber gut. Davon sollten wir auch genug haben. So. 100 Akkumulatoren, davon sollten wir ja auch hier genug haben, ist sogar voll mittlerweile. 5 Radare können gecraftet werden, 100 Prozessoren haben wir, 50 Raketentreibstoff fehlen dann nur noch. Das passt jetzt sogar alles hier rein. Das ist ja echt eine wunderbare Sache. 1, 2, 4, 5. Dann können wir mir ja schon mal den Satelliten machen, ne? Ja, aber ich denke mal, das Ding, das launchen wir in der nächsten Folge dann einfach. Ja, in der nächsten Folge wird es dann soweit sein. Folge 104 wäre das dann, glaube ich. Und wo ist das Lid? Da ist das Lid. Ja, ich glaube, da warten wir auch auf die nächste Folge. Also bis dahin, macht's gut. Stay tuned. Wow, da geht's ab. Das nächste Folge, stay tuned, euer.